Also, die Sendung heißt C T Kritik. Ich bin wie immer barfuß unterwegs. Oh. Sonst funktioniert der Compiler nicht richtig. Das Fußbad gegen Fußgeruch habe ich gestern gemacht. Es ist schon fast Sommer, deshalb gehe ich das Risiko ein, nachher den Helm abzuziehen. Wir beschäftigen uns mit der, oder ich beschäftige mich, ich sollte mir das wirklich abgewöhnen, mit der Ausgabe vom 7.3.2018 und es geht um Filmgeräte. Der Artikel stammt von Joachim Sauer. Eine Einführung, es gibt die Belichtungskontrolle, wir sind bei offene Blende angekommen. Ja. Ich filme das Ganze mit einem Panasonic Camcorder. Das ist auch noch kein Profigerät. Ich benutze das interne Mikrofon. Das ist relativ nah an der Decke, was den Hall erklärt. Und ja, davor habe ich mit so einer Kamera gefilmt, das ist eine Unterwasserkamera. Da gibt es nur einen roten Knopf, das ist praktisch. Offene Blende. In unserem Praxistest gelang das Spiel mit Schärfe und Unschärfe am besten mit der Canon EOS 77D. Dank des 22,3 × 14,3 mm großen APS-C-Sensors und der beschichteten und der besten Bedienlogik bei der manuellen Belichtung. Das bedeutet aber nicht, dass mit Kompaktkamera oder Camcorder ein bewusstes Reduzieren der Schärfentiefe nicht ebenso möglich wäre. Denn beide bieten mit einem ebenfalls 1 Zoll großen Sensor einen größeren Wandler als das, was bisher in Camcordern üblich war. So, der Camcorder ist von Panasonic HC-VXF-999. Ich weiß nicht, was der kostet. Steht hier auch, glaube ich, noch nirgendwo. Naja. Der Sensor von der Kamera, den ich benutze, ist ein 4K-Sensor mit einer ziemlich guten Optik. Ich habe die, weil das hier eine Zeitschrift ist und kein Buch, die Auflösung so weit wie möglich runtergesetzt. Deshalb die leichte Unschärfe wahrscheinlich im Bild. Ansonsten macht er sehr, sehr gute Bilder damit. Es ist halt ein kleinerer Sensor und man kann mit der Schärfentiefe nicht so spielen. Sowas ist meistens teurer, vor allem wenn man einen guten Autofokus dazu haben will. Die RX104, das ist das Gerät von Sony, eine Kompaktkamera, glaube ich. Ja, es ist eine Kompaktfotokamera, richtig. So. Ermöglicht es mit dem integrierten ND-Filter, den Lichteinfall um 3 Blendenstufen zu reduzieren. Zudem kann man die Blende wie beim Camcorder auf 1,8 öffnen, während Canons Kit-Optik nur Blende 3,5 gestattet. Zum Vergleich Zoom-Objektive von Canon mit f2,8 kosten über 1000 Euro. Festbrennweiten gleicher Lichtstärke mehrere Hunderter. Die jeweils geringste ISO-Empfindlichkeit 125 bzw. 100 bei der EOS 77D spielt hingegen keine große Rolle. So.
Das muss man alles machen für eine geringe Schärfentiefe. Wie eng Blende und ISO-Empfindlichkeit verkoppelt sind, wird beim Panasonic Camcorder deutlich. Hat man im manuellen Modus die Blende maximal geöffnet und dreht weiter an dem kleinen Rad unterhalb der Optik, landet man automatisch bei der Gain-Verstärkung, also letztlich bei der Anhebung der ISO-Empfindlichkeit. Der Camcorder erlaubt dies aber erst, wenn die Blende weit geöffnet ist. Problematisch, wenn man bewusst mit geschlossener Blende arbeiten will. Mit offener Blende zu filmen ist nicht nur für manche Aufnahmesituationen sinnvoll. Dann sollte man vorab vereinbaren, in welchem räumlichen Spielraum die Akteure sich bewegen. Dagegen arbeitet man bei dokumentarischen Aufnahmen oder bei Reportagen eher mit kleiner Blende, da sie eine größere Schärfentiefe bringt und viel Spielraum für die Akteure erlaubt. Ja, das ist hier. Wird bei YouTube unter Bildung veröffentlicht, Education. Da kann man mit kleinem Sensor und geschlossener Blende arbeiten. So. Die geschlossen ist, weiß ich gar nicht. Kriege aber angezeigt. Von der bewusst eingefügten Unschärfe zur angestrebten Schärfe. Wer nicht genau weiß, was vor der Kamera passiert und trotzdem eine durchgehende Schärfe wünscht, ist beim manuellen Fokussieren auf eine kleine Blendenöffnung und viel Übung angewiesen oder auf den Autofokus. Den kann man mit einer kleinen Blende, also großem Blendwert, auf die Sprünge helfen, weil das zu einer größeren Schärfentiefe. Der Autofokus in der EOS 77D führt die Schärfe zu spät und dann zu schnell nach. Es wirkt etwas unmotiviert, weshalb auch unaufmerksame Zuschauer die wechselnde Schärfe registrieren. Für jemanden, der aus der Hand filmen und sich auf die Automatik verlassen will, landet die Spiegelreflexkamera auf dem letzten Platz. Auf der anderen Seite erlaubt die EOS die geringste Schärfentiefe und die beste manuelle Kontrolle über die Schärfe. Das ist immer dann von Vorteil, wenn man vom Stativ aus filmt und vorab weiß, was vor der Kamera passiert. Den Fokus manuell zu verlagern fällt nicht leicht, weil der Schärfering vergleichsweise schwergängig ist. Um sanft den perfekten Schärfepunkt anzufahren, hilft ein kleiner Trick. Man spannt einen Kabelbinder um den Schärfering und befestigt daran mit einem zweiten ein Stückchen dünnes Rohr als Bedienhebel. Alternativ greift man zu sogenannten Nylon-Coaters aus dem Angelbedarf, wiederverwendbare Spanngreifer aus Kunststoff, die den Objektivschaft sicher umfassen. Da gibt es auch zu. Früher haben die das auch immer Literatur angegeben. Ist hier nicht der Fall, macht er nichts. So. Auch die Sony RX104 reagiert trotz Gesichtserkennung eher spät. Beispielsweise, wenn sich die gefilmte Person von der Kamera entfernt. Dann aber führt sie eher unmerklich die Schärfe nach. Zwar bleibt das Bild theoretisch etwas länger unscharf, doch ist das für den Zuschauer kaum wahrnehmbar.
wahrnehmbar. Wie bei einer DSLR kann man bei dieser Kompaktkamera die Schärfe manuell über den Ring um die Optik nachführen, was sogar besser klappt als bei dem großen Canon-Objektiv. Der Trick mit dem Kabelbinder funktioniert auch hier. Und über den Touchscreen lässt sich die gewünschte Schärfenebene durch Antippen auf dem Display festlegen. Die Kamera erledigt den Rest zuverlässig. Gewöhnungsbedürftig ist die manuelle Schärfekontrolle des Panasonic Camcorders, da man mit dieser Taste auch andere Bildeinstellungen vornimmt, muss man erst den Fokus auswählen. Über das kleine Drehrad lässt sich die Schärfe zwar manuell verlagern, aber nur sehr ungenau kontrollieren. Dafür überzeugt der Panasonic mit einem Touch-Autofokus, der noch besser funktioniert als bei der Sony. Und einem Autofokus, der sehr sicher und unauffällig arbeitet. Aus dem Tritt bringt man ihn nur, wenn man die Kamera einem sehr schnell beweglichen Objekt nachführt. Auch bei schwachem Licht, beispielsweise bei farbiger Bühnenbeleuchtung, sollte man den Fokus des Camcorders besser im manuellen Modus auf unendlich setzen. Bei Moderationen und Interviewsituationen dagegen liegt man mit dem Autofokus nahezu immer richtig. Panasonic schränkt die Belichtungsregelung ein, da hier Blende und Verstärkung verkoppelt sind. Die Verstärkung anzuheben, damit man die Blende weiter schließen kann, ist also nicht machbar. Bei den beiden Fotokameras legt man dagegen ISO-Wert und Blende getrennt voneinander und sehr bedienfreundlich über Einstellräder fest, sodass man die Empfindlichkeit im Rahmen des Vertretbaren anheben kann. Die Grenze setzt das Bildrauschen, das mit steigender Empfindlichkeit zunimmt. Hier ist die EOS 77D mit ihrem größeren APS-C-Sensor theoretisch im Vorteil, weil man bei ihr durchaus bis ISO 800 drehen kann. Der 1 Zoll große Sony-Sensor, der RX104, übertrumpft die EOS trotz der kleineren Pixel- bzw. höheren Pixeldichte. ISO 1250 halten wir bei der Sony für absolut vertretbar. Diese Einstellungen sind gerade richtig, um Szenen mit viel Bewegung scharf einzufangen oder wenn die Kamera selbst sich bewegt.
So, stabilisiert. Doch eine Kamera wackelfrei aus der Hand führen, das will gelernt sein. Ich höre jetzt hier auf. Mach mich stabilisiert und Ausstattung weiter. Ja, ich will nicht zu viel auf einmal machen. Tschö. Naja, auf der anderen Seite.